Ja, ich wurde getaggt, mal wieder von Livia. Und zwar den Confessions-Tag, also Bekenntnisse-Tag. Und da der nur 11 Fragen hat, kann ich den eben mal schnell machen. Es wartet noch ein anderer Tag, darauf gemacht zu werden, aber der dauert circa eine halbe Stunde oder länger. Ich habe momentan keine Lust drauf. Und jetzt habe ich mir die Fragen doch schon wieder weggemacht. Da sind sie. Die erste Frage ist, wie viele Stunden verbringst du mit Filmen, Bearbeiten und so weiter in der Woche? Ja, es ist halt natürlich unterschiedlich, wie viele Videos ich mache, aber ich würde sagen, nicht mehr als 4 Stunden. Weil ich einfach keine Lust habe, mehr Zeit da reinzustecken, weil das eher so eine Kommunikationsplattform für mich ist, eine Austauschplattform. Also viel mit Informationen auch zu tun hat und jetzt kein Hobby ist oder so, zumindest noch nicht. Zweitens, bist du ein Verschwender oder ein Sparer? Ich bin ein absoluter Sparer. Ich horte zwar kein Geld und horte auch keine Sachen, also nicht in dem Sinne von Sparen, dass immer mehr wird, sondern dass ich einfach wenig Output habe, aber auch wenig Input gleichzeitig. Also ich plane schon, was ich ausgebe und gebe auch nur das fast nur das Allernötigste aus. Also ich kaufe mir im Jahr neben Essen und sowas eigentlich nichts. Wirklich nichts seit 2 Jahren. Ich halte auch nichts von dem ganzen Konsum und weil ich einfach gemerkt habe, dass mich selber das auch mehr belastet und dass ich mich so viel freier fühle. Und der Hauptgrund ist aber, dass ich keine Lust habe, viel zu arbeiten und 400 € im Monat reichen mir dann komplett mit dem Lebensstil. Dafür muss man dann nur 3 Tage die Woche ein bisschen arbeiten. Und ich habe einfach keine Lust, mich von diesem System so reinziehen zu lassen. Deswegen bin ich sparsam und weil ich es halt auch ja, für umweltfreundlicher insgesamt halte, ökologischer. Aber ich halte auch nichts davon, wenn man viel Geld reinkriegt, das dann einfach anzusparen oder sowas. Das würde ich auch sofort ausgeben, in den Umlauf bringen, spenden oder irgendwelche eigenen Projekte damit realisieren. Also das wäre so der einzige Grund, wo ich mir vorstellen könnte, eigenes Geld über diese 400 bis 800 € oder sage ich mal zu verdienen, wenn ich damit halt eigene Projekte finanzieren kann oder Projekte von Privatpersonen, die ich auch selber ja selber beitragen kann und dann zusätzlich auch noch finanziell unterstützen kann. Wer ist dein YouTube-Schwarm? Also einen richtigen Schwarm habe ich jetzt nicht auf YouTube. Aber ich bin von einigen Leuten wirklich ziemlich begeistert, sage ich mal so. Aber das sind eigentlich sogar ziemlich viele Leute und die kann ich jetzt nicht alle aufzählen. Was mich besonders begeistert, ist halt eine natürliche Art und ja, wenn man halt einfach man selbst ist und auch nicht viel drüber nachdenkt, was andere Leute, also dass man sich anpassen müsste, denn der Audienz, den Leuten irgendwie. Sondern dass man halt dann einfach so wie man ist und das werden eigentlich immer mehr Leute auf YouTube und davon bin ich total begeistert. Aber bis hin zum Schwarm wird das nicht kommen. Also von manchen Leuten bin ich extrem begeistert und bin ich auch so ein bisschen Stalker-mäßig unterwegs, aber als Schwarm können wir das glaube ich nicht bezeichnen. Und jetzt habe ich die Fragen wieder weggemacht. Wer gehört zu deinen Lieblings-YouTubern? Genau, da habe ich mir nämlich gerade während des Films kurz Pause gemacht, um die rauszusuchen. Also, erste YouTuberin überhaupt, die ich halt so gesehen habe und deswegen es angefangen hat, ist Cold Mirror halt. Und ist immer noch einer der Lieblings-YouTuberinnen, weil die auch genau ja, das macht, was ich gerade beschrieben habe. Einfach macht, was ihr Spaß macht, was im Innersten so vor sich geht, was raus will, was man ausdrücken will, auch kreativ und das finde ich halt mega gut. Dann der Floyd, einfach aus zwei Gründen, weil diese News wirklich mal interessante News sind und seine Kommentare dazu einfach auch die Gefühle von mir und von anderen widerspiegeln. Und das halt auch offen diese Meinung so preisgegeben wird, die eigentlich in den Massenmedien nicht vorkommt, aber meiner Meinung nach trotzdem bei vielen Leuten
besonders bei vernunftbegabten Leuten und gleichzeitig empathischen Leuten so auftauchen. Und da habe ich bisher noch nichts Vergleichbares gesehen, das finde ich ziemlich cool. Nächste YouTuberin ist Mrs. Vlog und das ist aus dem ersten Grund, den ich bei der letzten Frage also beantwortet habe. Also, wie kann man das am besten beschreiben? Auch zusätzlich diese Verrücktheit, die da einfach geäußert wird und einfach scheißegal ist, was Leute davon denken und ja, mehr kann ich jetzt eigentlich nicht sagen. Vegas Films, yeah. Das ist eigentlich auch wieder das Gleiche. Das ist zwar nicht diese Verrücktheit, die so geäußert wird, aber es ist halt diese Offenheit und diese Ehrlichkeit. Das nächste ist Durian Rider. Das ist die Person, die mich momentan am meisten fasziniert von allen Personen, die ich auf der ganzen Erde kenne. Was kann ich dazu sagen? Er hat eine ziemlich provokante Art, aber er meint es halt trotzdem damit gut dahinter und er hat einfach schon so viel bewegt in der Gesundheitsbewegung und da hängt auch ganz viel Spirituelles mit dran. Und sich bewusst werden und halt der Veganismus allgemein hängt damit dran und er hat, würde ich sagen, diese ganze Bewegung zusammen mit seiner Freundin halt am meisten vorangebracht, dass mehrere hunderttausend Menschen das angehen und die, sage ich jetzt auch mal, die spirituelle Frequenz allgemein erhöht wird und wer an die Sachen rangeht und dass er auch Dinge, es schafft, Dinge nicht persönlich zu nehmen, obwohl er halt auch selbstkritisch ist und dann auch Sachen halt zugibt, dass er sie falsch, ja, dass sie falsch waren, die er gesagt hat oder dachte. Das finde ich extrem faszinierend, dass er halt diese persönliche Ebene einfach weglässt, also sein Ego einfach weglässt und einfach nur für die Sache kämpft und auch wirklich täglich dafür kämpft. Und ja, das habe ich bisher noch bei extrem wenig Personen gesehen. Besonders heutzutage auch in diesem Maße und in dieser Power, wie der das angeht. Die nächsten und letzten drei YouTuber sind kleinere YouTuber. Das ist einmal die Nati, die einfach Nati, weil ich auch bisher noch auf YouTube keine Person gesehen habe, die so verdammt mutig oder zumindest verwegen ist, die eigenen auch tiefsten Gedanken und zwar regelmäßig zu äußern, obwohl sie weiß, dass so viel Shitstorm dann kommen wird und trotzdem darüber redet und das dann auch widerspiegelt, wie einige andere Menschen nämlich auch fühlen und denken und sich das einfach nicht trauen, mich eingeschlossen, sowas zu erzählen, weil ich auch niemanden damit irgendwie belasten will oder sowas. Aber ich finde es halt gut, dass es sich jemand traut, dass sozusagen zwar nicht egal ist, aber trotzdem der Wunsch größer ist, das zu äußern und auch jetzt für mich persönlich, weil das halt auch auf mich total zutrifft, alles, das meiste zumindest, oder zugetroffen hat. Beziehungsweise dieser Weg, der da dranhängt, immer noch zutrifft. Und das habe ich bisher noch bei keinem anderen YouTuber gesehen, dass das in diesem Maß auch so eine Übereinstimmung ist und so krass ehrlich gemacht wird. Und also das finde ich extrem faszinierend. Und nächste YouTuberin ist halt die Livia, einfach aus. Auch aus persönlichen Gründen, teilweise, weil man sich halt so ein bisschen zumindest kennt, dann finde ich das einfach viel, nochmal viel interessanter, die Dinge da zu hören. Deswegen gucke ich halt die Videos schon ziemlich gerne. Und die letzte habe ich erst vor kurzem abonniert, das ist Tears of Heaven. Und die letzten drei oder vier Videos, die ich gesehen habe, die fand ich auch einfach total ehrlich und offen und direkt. Und sowas finde ich halt immer extrem faszinierend und das finde ich sogar noch offener, direkter und sowas wie bei den großen YouTubern, die ich genannt habe, also bei Cold Mirror oder Mrs. Vlog oder Vegas Films, weil man halt auch viel weniger, sage ich mal, Angst hat oder Voreingenommenheit hat, wenn man sich einer kleinen Audience sozusagen präsentiert als einer viel größeren. Oder vielleicht ist es umgekehrt so, dass das eine kleinere nur da ist, weil man eben so direkt und offen ist und seine Gedanken auch ehrlich äußert und
Das finde ich ist immer noch viel zu selten auf YouTube, dass das so konsequent auch einfach durchgeführt wird. Und ich würde das selber auch überhaupt nicht hinkriegen, so weit bin ich noch lange nicht. Ja, und das macht nicht nur extrem sympathisch, sondern das ist wirklich das, was ich am liebsten auch auf YouTube sehe. Deswegen sind solche Leute dann auch meine Lieblings-YouTuber. Und ich denke, dass das sogar viele am liebsten sehen würden, sowas. Es hat noch nicht so populär geworden. Es müsste sich halt mal jemand Großes trauen, das wirklich so konsequent zu machen, aber da sieht man halt schon deutliche Fortschritte auch. Also es machen schon einige Große so, finde ich. Ich rede wieder viel zu lange, kann das sein? Fünftens, wie lange brauchst du täglich, um dich fertig zu machen? Dann mache ich mir eigentlich nur Wasser ins Gesicht, säuber die Zähne, also es ist jetzt kein konventionelles, klassisches Zähneputzen, wie schon mal irgendwann erzählt. Dann ziehe ich mich an und dann bin ich fertig. Das dauert 10 Minuten. Duschen mache ich meistens nur nach dem Sport. Sechstens, worauf freust du dich besonders im kommenden Jahr, so 2015? Soweit denke ich nicht voraus, da habe ich keine Lust drauf, das ist mir zu anstrengend. Beziehungsweise brauche ich auch gar nicht. Warum soll ich so weit vorausdenken? Und auf dieses Jahr freue ich mich einfach nur auf mein Training, ja, dass das wieder bergauf geht. Weil es macht mich immer noch am meisten glücklich, mein Training. Es hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass ich immer unter Dopaminmangel leide oder so und das halt extrem viel Dopamin ausschüttet. Ja, einfach diese Fitness auch. Ich finde Fitness einfach extrem wichtig, um sich ganzheitlich gut zu fühlen. Und das wird einfach, finde ich, total unterschätzt, diese Fitness. Weil die auf so vielen Ebenen funktioniert, die und es funktioniert dann so viel besser. Man fühlt sich so viel besser auch, weil Training auch eine Art Meditation ist. Deswegen ist es halt nicht nur diese spirituelle Ebene und diese psychologische Ebene, sondern auch die körperliche Ebene. Und das, finde ich, wird extrem unterschätzt. Und das macht mich am meisten glücklich einfach. Und deswegen freue ich mich darauf auch am meisten. Siebtens, was war dein ungeschicktestes, peinlichstes, ungünstigstes Erlebnis beim Film? Dachte ich erst, hätte ich ganz, weil ich ja noch nicht so lange mache, aber ich habe ein 1,5-stündiges Let's Play aufgenommen, wobei zwei Anläufen das Mikro nicht funktioniert hat. Genau wie bei Livia ungefähr. Da habe ich da 3 Stunden lang total schnell irgendwas erklärt, so die komplexesten Maschinerien, ja nicht komplexesten, aber relativ informationsdicht und dann hat 3 Stunden lang einfach für die Katze, das ist schon scheiße. Achtens, trägst du gerade Jeans, ein Kleid oder eine Pyjamahose? Ich trage natürlich ein Kleid. Nein, weder noch. Ich trage meistens ziemlich oft einfach solche Cargo-Hosen, nennt man das so. Stoffhosen einfach mit Tarnmuster oder auch ohne kurze Hose. Jeans trage ich eigentlich nie, also ich habe keine Jeans. Jeans ist einfach nicht so mein Ding, das sieht für mich so sauber aus und weiß nicht, das sieht für mich so total nach Mode aus, nach Zivilisation, nach Gesellschaft. Und ich bin eher so der Naturtyp und mag dann so klassische Baumwolle und nicht so was so ja, modisch aussieht. Ich finde das Mode an sich nicht schlecht, aber ich für mich selber, für mich persönlich ist das, also nicht nur für mich persönlich, dass ich allgemein jetzt meine persönliche Meinung für alle so habe, sondern nur für meine Person einfach. Wie ich mich kleide, ist das für mich überflüssig, weil ich meine Energie und Zeit lieber in für mich oder in Dinge reinstecke, die mich selber geistig und so weiter voranbringen, als in solche Sachen, die einfach nur so ein Zusatz sind. Also ich bin noch nicht so weit, dass ich habe noch nicht, ich schaffe noch nicht mal die grundlegendsten Dinge konsequent, die meiner Meinung nach grundlegend sind, und dann will ich mich nicht mit Dingen ablenken, die eigentlich nur so ein Bonus sind. Zum Beispiel auch in der Ernährung, ich hau mir einfach clean die Sachen rein, mach da so drüber fertig und ich mache mir keine komplizierten Rezepte, weil ich noch nicht mal diese, noch nicht mal diese, ja, konsequent diese Grundlagen drauf habe. Und ich will halt erst eine richtig gute Grundlage bei den Dingen haben, bevor ich mich dann
mit Dingen beschäftige, die eigentlich davon abgehoben sind. Also ich bin, da sage ich mal, recht bodenständig, kann man sagen, vielleicht. Aber es ist halt, wie gesagt, nur meine Person. Ich kenne mich da allgemein nicht aus, wie das bei anderen aussieht. Worauf bist du in deinem Leben am meisten stolz? Auf meine Persönlichkeit? Ich habe mir noch was aufgeschrieben. Auf meine spirituellen und geistigen Erfolge und damit eine Zufriedenheit. Also ich bin sehr, wie sagt man, nicht sparsam, sondern genügsam und bin eigentlich mit allem zufrieden, was da ist, außer wenn man durchgehend leidet. Und Glück ist für mich eigentlich total unwichtig. Glück ist für mich auch wieder so ein Bonus, wie vorhin erklärt. Der manchmal halt auch auftaucht, aber nicht dauerhaft sein kann. Aber Zufriedenheit kann dauerhaft sein. Und dass ich die erreicht habe, mittlerweile, einfach durch meinen spirituellen Weg auch, da bin ich am meisten stolz drauf. Und auf den Veganismus bin ich ziemlich stolz drauf. Was macht das Reden mit vor der Kamera für dich angenehm? Also ist das jetzt irgendein Ding? Was dazu beiträgt, dass es angenehmer ist, wie irgendwas zu essen, was ich hier hinstelle oder so. Also ganz kann ich die Frage nicht eindeutig deuten. Eindeutig deuten. Also generell finde ich vor der Kamera zu reden nicht so angenehm. Einfach aus dem Grund, weil ich zu faul bin, die Sachen zu schneiden oder nochmal aufzunehmen. Dann will ich das immer perfekt haben. Das macht natürlich totalen Druck und dann, weil ich genau weiß, dass ich so faul zum Schneiden bin und das aber trotzdem hochladen will, weil ich das nicht umsonst gemacht haben will, fühle ich mich dann halt extrem beobachtet, so als wenn ich mit einer normalen Person reden würde, wo ich halt auch nicht schneiden kann nochmal Versuch machen kann. Es wird einfach wahrgenommen beim ersten Versuch, aber diesmal schneide ich das auf jeden Fall, weil ich zu lange Pausen drin habe einfach. Das kann ich ja niemandem antun. 11. Was ist deine schlimmste Make-up- oder Haarangewohnheit? Ja, das mit den Haaren sieht man ja so für. Das ist jetzt nicht die schlimmste Angewohnheit, aber wenn ich vor der Kamera rede, dann mache ich die nicht extra ordentlich. Sieht man auch viel. Weiß nicht, habe ich einfach keine Lust drauf. Ich tagge niemanden, weil ich keinen Bock habe. Tschüss. Die erste Frage ist. Aber ich halte auch nichts davon, wenn man viel Geld reinkriegt. Also das wäre so der einzige Grund, wo ich mir vorstellen könnte, eigenes Geld über diese 400 bis 8 Euro oder sage ich mal zu verdienen, wenn ich damit halt eigene Projekte finanzieren kann oder Projekte von Konsum und die ich auch selber ja, selber beitragen kann und dann zusätzlich auch noch finanziell unterstützen kann.